Drachentöter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Florian, Heidi und Hirs über den Rollenspielverein Game In. Und los geht's. Dann freut es mich, dass ich heute drei Personen von Games In bei mir habe und das sogar direkt aus der Heldencon 2024. Grüß euch. Hallo. Servus. Hallo. So, wen habe ich vor mir? Bitte, wer will sich als Erster vorstellen? Dann fange ich an. Ich bin der Reiper Matthias. Normalerweise nennt mich jeder Hirs. Ich bin der Schriftführer von unserem Verein und Mitgründer. Hallo, Lorenz Stadler. Ich bin der Obmann, weil die Position überblieben ist. Die anderen zwei wollten das nicht machen. Hallo, ich bin der Matthias Heider. Mich kennt man unter anderem unter dem Namen Heidi. Und ich bin der Kassier bei Game In. Game In ist ja ein sehr spannender Begriff, den ja eigentlich jeder mit D&D und Ähnliches verbindet. Wie seid ihr auf das gekommen? Sagen wir es einmal so, das war eigentlich eine ganz andere Richtung, die wir einschlagen wollten. Ursprünglich hätten wir eigentlich geplant gehabt, so eine Art Gaming-Bar, Gaming-Restaurant zu machen. Da haben wir lang drüber geredet und diskutiert und irgendwann haben wir halt dann drauf gekommen, naja, das finanzielle Risiko ist vielleicht dann doch etwas zu groß für uns. Ja, wir konnten ja eigentlich einen Verein auch machen und schauen, was draus wird. Ja, und der Name Game In ist ja dann eigentlich schon auch ein bisschen, weil wir halt von Braunau am Inn sind und da doch sehr viele, sage ich mal, Gastwirte oder sonstige Vereine, sonst was halt in die Sparte mit Inn einschlagen, einfach dieses Namensspiel da und deswegen dann das mit Inn, ja nur Englisch für Gasthäusl ist, haben wir sich halt dann gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Mitunter deswegen ist auch unser Vereinslogo so ein Gasthausschild, wenn man es dann vor die Tür oder an die Wand hängen würde. Ja, in manchen älteren Städten findet man sowas noch in Österreich. Genau. Nicht ganz so extrovertiert, wie ihr es jetzt dargestellt habt, aber. Bei uns ist ja viel Fantasy dabei, also darum ist ja ein Drache oben. Das sagt man heutzutage auch nicht mehr so oft. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das hat sich daheim am Herd noch. Oder so, ja. Also, wie gesagt, die Idee, dass wir vielleicht irgendwann einmal, wenn es sich ergibt, noch irgend sowas in der Richtung machen, die ist auf jeden Fall noch da. Aber da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt alles. Echt gibt's ja noch nicht so lange und das hat, wie ich schon angemerkt habe, aus Braunau. Warum gerade ein Verein in Braunau? Warum Braunau? Naja, wir wohnen alle in Braunau und direkt in Braunau hat es nur keinen Spieleverein in dem Sinne gegeben eigentlich. Es gibt einen in Burghausen, die Tabletop Knights, aber die haben sich halt spezialisiert auf Wargaming, also Warhammer und Star Wars Legion und ähnliches. Und wir wollten das Ganze halt breiter fächern. Also wir heißen auch ganz offiziell Game In, Karten, Rollen und Brettspielverein Braunau. Also wir haben uns da im Endeffekt alles offen lassen. Ja, und das Zweite ist halt auch, wir wollten eigentlich unser eigenes Ding machen. Wir haben jetzt einen Kornverein direkt in der Nähe gehabt, dem wie der Hirsch schon gesagt hat. Und eigentlich macht uns das ja auch Spaß, selber was zu machen. Weil dann muss man sich jetzt nicht so an die anderen halten, sondern kann halt einfach machen, was man selber will. Was natürlich auch noch ein ausschlaggebender Faktor war, das ist, dass wir wollten grundsätzlich erst einmal eine Community machen, da wo sie einen Haufen Leute zusammenfinden mit den gleichen Interessen, die sie vorab noch nicht kennt haben, weil ich kenne einen Haufen Leute, die gern spielen, alles Mögliche. Dann gibt's aber auch so, sage ich mal, Einzelgänger, die in einem Freundeskreis vielleicht nähert haben, die was die gleichen Interessen haben. Und die wollten wir da alle ein bisschen unter einem Dach zusammenfassen. Das ist uns bis jetzt da gar nicht so schlecht gelungen. Und aus dem Community-Gedanken ist halt dann auch mittlerweile ein Vereinslokal oder Vereinsheim, sage ich mal, entstanden, wo man sich dann auch regelmäßig trifft. Weil du sagst, Leute, die Interesse haben und kann zum Spielen haben. Wie war es bei euch damals? Oder wann habt ihr das erste Mal in Kontakt gehabt dazu? Ich habe das erste Mal in Kontakt eigentlich zu Dungeons & Dragons mit dem Hirs gehabt. Bei mir war das genauso. Ich habe auch vorher schon immer wieder mit in kleine Gruppen, das ist aber schon lang her, ein bisschen Warhammer 40k gespielt. Aber solche Sachen wie Magic the Gathering oder
Dungeons and Dragons oder die komplexeren Brettspiele oder irgendwas in der Richtung. Da bin ich eigentlich erst noch über den Hirs und über den Lorenz dazugekommen, weil die gleichen Interessen haben. In meinem eigenen Freundeskreis wird zwar hin und wieder mal ein bisschen in der Richtung gespielt, aber nicht so, dass man jetzt sagt, das ist jetzt auf einer regelmäßigen Basis, wo man das, sagen wir mal, das Interesse wirklich befriedigen kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt beim besten Willen nicht mehr, wann wir genau zum D&D-Spiel angefangen haben. Bei dir im Dachboden. Ja, bei mir im Dachboden. Und ja, vor 5, vor 10 oder vor 20 Jahren? Nein, überhaupt nicht. Vor Corona, 18 meine ich. 2018 haben wir angefangen. Ja, 2018 schon. Du bist einfach auf mich zugekommen, hey, möchtest du mal D&D ausprobieren? Und ich so, ja, sicher. Jeder schon mal gehört, nie habt den Kopf zum Spielen. Ja, aber wie seid ihr dann auf D&D gekommen einmal grundsätzlich? Also waren Sie es jetzt nicht schon sehr lange damit zum Tag gehabt habt, sondern nicht während Corona, wo ihr ja sehr viel angefangen haben. Wie ist D&D auf euch Radar gekommen? Ich kann es dann nicht mehr sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das irgendwo gesehen, das kann durchaus sein, dass das auf Social Media war. Also ich kann dir genau sagen, wie er auf die Idee gekommen ist. Okay, das ist gut, aber ich nicht. Das hier ist beim Hirs immer genau das Gleiche. Der sagt irgendwas, das gefällt ihm und dann will er es sofort machen. Ah ja, das kann sein, ja. Dann? Naja, auf jeden Fall habe ich dann eben in meinem Freundeskreis und umgefragt, wollt ihr spielen? Wir haben sie dann getroffen und haben das miteinander im Endeffekt dann gelernt, wie das funktioniert. Und ja, dann haben wir halt auch in Corona dann öfter mal online probiert zum Spielen und uns natürlich auch so getroffen hier und da. Und auch, wir haben auch andere Sachen gespielt dann. Also, aber wie genau das hergegangen ist, weiß ich nicht mehr. Also mein erster Kontakt mit so Rollenspielen war eigentlich bei meinem Bruder in Wien. Da war ich mal zu Besuch und dann hat er an dem Abend einfach einen Rollenspielenabend mit seinen Freunden gehabt und da habe ich das zum ersten Mal gesehen und das hat mir eigentlich relativ taugt. Also die haben jetzt nicht D&D gespielt, aber ich konnte auch nicht sagen, was gespielt haben. Irgendwas, was so also 95% Homebrew war, weil die schon Jahre miteinander spielen. Ne? Und ja, da war eigentlich mein erster wirklicher Kontakt damit und von daher war das Interesse gegeben, weil es einfach lustig ausgeschaut hat. Das heißt, D&D ist euch ein primäres Favoritensystem, wenn ich das so verstehe? Tatsächlich nicht. Es ist eigentlich so, dass wir spielen ja immer montags und donnerstags haben wir zumindest offen. Montags ist eigentlich das Hauptthema Magic, um ganz ehrlich zu sein. Also die meisten, was am Montag kommen, weil es da halt Leute haben, mit das Magic spielen können. Und wir spielen natürlich dann auch andere Sachen. Jetzt ein Munchkin ist zum Beispiel sehr beliebt gerade oder Exploding Kittens oder irgend sowas in die Richtung. Es werden einfach ganz normale, einfache Brettspiele gespielt, beziehungsweise jetzt dann einmal Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde oder The Witcher, die alte Welt haben wir jetzt einmal gespielt. Pokémon wird jetzt auch gespielt. Genau. Da haben wir jetzt eben von der Kriegergilde, das ist ein TCG-Shop in Simbach drüben, das ist ein Partner von uns. Da ist eben auch eine, die offiziell die Leute das Pokémon-Spielen beibringt, die auch auf Weltmeisterschaften, also Europameisterschaften fährt. Und die war jetzt einmal da und hat eigentlich dann bei uns mitgespielt und nicht Pokémon, gell? Egal. Nein, du musst einfach anders die kennenlernen. Ja. Aber die war dann bei uns auch Pokémon herzeigt. Auf jeden Fall, wir versuchen natürlich auch Leute zu anderen Sachen zu motivieren, dass sie mal was anderes spielen, wie das, was sonst dabei spielen. Und deswegen haben wir am Anfang eben gesagt, okay, wir kaufen vom Verein mit dem Geld, das die Leute als Mitgliedschaft einzahlen, dann Spiele. Und diese Mitglieder haben halt dann auch die Möglichkeit, sich diese Spiele erstens mal auszuleihen. Also wenn es nicht Kindern, wenn wir offen haben, dann können sie die Spiele mit heimnehmen. Und aber halt auch bei uns im Vereinsheim spielen. Was wir auch machen, das ist, dass wir mit unseren Vereinsmitteln Spiele von den Mitgliedern auch rauskaufen, wenn wir es brauchen können. Haben wir jetzt auch schon gehabt den Fall, dass sie Leute Spiele gekauft haben, die es unbedingt haben wollten, haben dann aber nicht zum Spielen gehabt, so direkt. Haben aber dann das Geld wieder braucht dafür, dann haben wir ja nicht rausgekauft. Die haben jetzt dann im Vereinsinventar, kann dann jeder benutzen. Und grundsätzlich ist die Idee dahinter ja, es gibt einen Haufen so richtig komplexe, kleine Spiele, wie man zum Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten als Geschenk für mich selber habe ich mir das Gloomhaven gekauft. Da zahlst du halt gleich mal 140 Euro für so eine 10 Kilo Box. Und das musst du halt dann auch spielen, sonst rentiert sich das nicht. Für wem allein ist das jetzt eine gewaltige Investition. Da braucht man dann natürlich auch die Leute dazu. Wenn man einen Verein hat, da lässt sich das dann gleich viel einfacher rechtfertigen, dass man das ausgibt. Gerade im Rollenspielbereich ist es so, dass sehr viel sammeln.
Wie schaut's da bei euch aus? Gibt's da auch was im Vereinsraum oder in der Vereinsinventur oder ist es eher so für die jeweiligen Spielleiter? Was man jetzt dazu sagen muss, ist, unser Vereinsheim ist die Evangelische Kirche in Braunau. Das ist daraus entstanden, dass eben einer von unseren Vereinsmitgliedern den Pfarrer kennt. Und wir haben dann auch feststellen dürfen, dass der in seiner Studienzeit DSA gespielt hat. Und der stellt uns das vor allem unentgeltlich zur Verfügung. Das ist eine relativ große Halle, eigentlich ein großer Raum. Das schaut jetzt gar nicht so großartig nach Kirche aus. Es hat noch einen Nachteil, wir können unser Zeug nicht dort lassen. Mm. Deswegen ist momentan unser Inventar beim Lorenz in der Wohnung da und ein bisschen mit dem Platz noch eingeschränkt aktuell. Ja, wir sind aktuell auf der Suche nach irgendwas anderem. Was heißt auf der Suche nach was anderem? Wir sind natürlich dankbar, dass wir da drinnen spielen dürfen, aber es hat halt einfach den Nachteil, dass wir nichts drin lassen dürfen, dass wir das nicht einrichten können, wie wir wollen. Und wenn uns was dreirennt, dann haben wir froh, wenn nicht, haben wir genauso froh, dass wir da drinnen spielen dürfen. Also. Finde ich voll super, ja, dass die Möglichkeit habt, weil das haben nicht recht viel. Na, uns ist durchaus bewusst, dass wir da massives Glück gehabt haben. Ja. Und vor allem, das haben wir jetzt dann seit was? Juni. Seit Juni. Nach ein paar Monaten schon ein eigenes Vereinsheim haben, wo wir zweimal in der Woche einfach rein können. Wir haben sogar einen Schlüssel für die Kirche, alles. Also, das ist der unglaublich. Fall, ich verstehe, ja. Ja, ich frage jetzt eh nicht, ob es irgendwelche Mitternachtsanbetungen macht. Nein, nur nicht. Mit Hühnerblut und Co. Nicht offiziell. Ja, voll lässig. Ich spiele ja nicht nur Kartenspiele, Brettspiele und so weiter und D&D. Was habt ihr sonst noch für Kontakt gehabt bis jetzt für Systeme? Oder was habt ihr probiert? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gefallen? Daggerhard haben wir zum Beispiel probiert. Das, was jetzt von Critical Role gemacht worden ist. Das hat uns eigentlich mal, da haben wir die Beta gespielt und auch schon gekauft, das Spiel, was dann nächstes Jahr rauskommen wird. Was haben wir nur probiert? Wie ihr schon gesagt, der Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, mit was man mit einem Tablet spielt, was dann die Geschichte erzählt, ist eigentlich auch recht interessant. So die wahnsinnig viele verschiedene Spiele haben wir eigentlich noch gar nicht gespielt. Nein, wir haben sehr viele Spiele. Aber. Wir haben schon einiges an Spiele. Freude, schöner Götterfunken haben wir genau da auch noch gekauft. Da bereiten gerade zwei Vereinsmitglieder vor, dass die das quasi dann leiten können, das Spiel. Das ist ein bisschen umfangreicher, ja. Ja. Die haben, müssen sie erst einlesen. Aber ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich Magic, dann dieses Exploding Kittens, Munchkin, nur zwei, drei andere so Kartenspiele. Und D&D wird auch gespielt. Ah ja, und Warhammer. Warhammer okay. haben wir ein paar die Warhammer gespielt, genau. Bei uns. Star Wars Legion haben wir auch schon gespielt haben. Ja. Da muss man halt auch wieder dazu sagen, da haben wir wieder das Problem, wir sind Montag und Donnerstag in der evangelischen Kirche drinnen. Ab 5. Solche Spiele, die, wo du jetzt stundenlang einmal umsitzt, können wir da einfach nicht spielen. Also für solche müssen sie dann wieder die Gruppen selber irgendwo organisieren, dass man sie irgendwo trifft, was eigentlich gut funktioniert, aber da brauchst du halt dann wieder einen Termin, der für die ganzen Teilnehmer dann passt. Deswegen haben wir jetzt eben auch einen Haufen Spiele, die wir aber noch nicht gespielt haben. Wenn du sagst Termin, habt ihr sowas wie einen Vereinskalender oder sowas, wo jeder weiß, was wann ungefähr gespielt wird, ob irgendwas geplant ist oder außertürliche Events wie irgendwo, keine Ahnung, Kegeln gehen oder sowas? Ja, also wir haben einen Kalender, einen Online-Kalender, wo jeder reinschauen kann. Da stehen vorrangig drinnen Montag und Donnerstag. Montag ist Freeplay, Donnerstag ist Wargaming und Pen and Paper oben vorrangig. Und halt außertürliche Veranstaltungen auch. Also wie zum Beispiel Heldencon heute steht auch drinnen. Und wenn wir was anderes organisieren, wird das da auch drinnen stehen. Aber es steht jetzt nicht explizit drinnen, wir spielen heute das und das. Das organisieren wir dann über die WhatsApp-Community. Und in späterer Folge nachher soll das dann auch über die Website gehen, dass sich die Leute über die Website nicht organisieren können. Die ist gerade in Arbeit. Da kann man jetzt auch noch nichts anschauen. Aber das wird relativ zeitnah nachher einmal soweit sein. Ideen haben wir ja ganz viel, nur bei der Umsetzung hapert es hin und wieder nur ein bisschen. Ja, es ist ja so, dass jeder von uns ein Privatleben hat und sowieso Sachen, die er erledigen muss. Ihr habt gesagt, ihr habt wie viele Mitglieder? 30 ist momentan? Oder? 28. 28 aktuell. Und das sind alle direkt aus der Region, aus Braunau und ein bisschen Deutschland, also aus Bayern? Genau, ein bisschen was, also ein paar Leute haben aus Deutschland, natürlich ganz aus, ganz aus der Nähe, also innerhalb von 5 bis 10 Kilometer. Also Burghausen und Co. halt. Nein, Burghausen ist eigentlich schon außerhalb von der... Schau, ich dachte, das ist gleich vis-à-vis fast.
Nein, das ist Hochburg Ach und Burghausen und wir sind Braunau Simbach, das sind 20 Kilometer an ihm entlang noch. Wie hoch ist da euch ein Mitgliedsbeitrag eigentlich? 60 Euro im Jahr. Das ist okay. Ja, das haben wir uns auch gesagt. 5 Euro im Monat, das, also es wird jährlich abgerechnet, aber 5 Euro im Monat ist was, was sich, sag ich mal, auch ein Student leisten kann, normalerweise. Und wandern haben wir auch nicht so, dass wir sagen, okay, du darfst jetzt nicht mitspielen. Also wir laden auch immer die Leute einfach rein und sagen, kommt vorbei, schaut euch das an und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann kommt halt nur zweit, dritt, viertes Mal vorbei und wenn ihr euch irgendwann sicher seid, das ist was für euch und ihr wollt da mit dort, dann reden wir über die Vereinsmitgliedschaft und vorher, mei, wenn einer dann noch zwei, dreimal sagt, dann freut es nicht mehr, ist doch nicht seins, dann ist es halt so. Und ich habe jetzt auch noch nie Mahnungen verschickt. Manchmal dauert es ein bisschen, bis der Mitgliedsbeitrag überwiesen wird, aber dann wird halt einfach ein friendly Reminder ausgeschickt und dann war's das schon wieder. Wir haben den Vereinsplaner, das ist eine super App von einem österreichischen Hersteller und da lässt sich das eigentlich relativ einfach lösen. Es ist einfach bei jedem von unseren Mitglied ist ja ein Eintrittsdatum hinterlegt und das wird einfach immer bei jedes Jahr am Eintrittsdatum kommt die Vorschreibung. Automatisch. Automatisch, ja. Also das ist bei uns jetzt nicht so, im März wird abbucht und alles, was später eintritt, zahlt alle Quote. Das ist fast aufwendiger, wie dass wir dann das automatisch machen lassen. Es ist ein bisschen unpraktisch auch für uns, weil wenn wir jetzt dann tatsächlich Spiele kaufen gehen, dann brauchen wir das Geld. Das heißt, wir machen eigentlich jährlich eine Budgetplanung, wo wir noch auseinander aufteilen, was brauchen wir jetzt fürs Marketing, was brauchen wir für die Spiele und was brauchen wir sonst so. Und da ist es dann schon praktisch, wenn das Geld dann schon da ist und nicht jeden Monat. Ja, aber jetzt hast du was ganz was Wichtiges gesagt, in der Budgetplanung jährlich. Ich gibt es seit einem Dreivierteljahr. Ja. Wie lange gibt es die Idee dann schon dazu? 5 Jahre? Die Idee so ist die fast nämlich so an. Die gibt es ja dreiviertel Jahr und 2 Wochen. Genau. Nein, also wir waren da, wie wir dann gesagt haben, okay, der Verein ist das Richtige für uns. Also von, wir wollen eine Gaming-Bar aufmachen zu, wir machen einen Verein, glaube ich, war es circa eine Woche, eineinhalb. Und dann bis zur Vereinsgründung, dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt nicht einfach nur mit uns drei starten, sondern ich möchte für den Start schon 10 Mitglieder haben. Genau. Das ist relativ schnell gegangen. Und dann haben wir den Verein eigentlich gegründet. Also es ist von wirklich von der Idee bis zur Gründung war es ein Monat nicht einmal. Ja, wir haben gesagt, eben mit 13 Mitgliedern gründen wir, also 3 und 10 Mitglieder. Die haben wir dann relativ schnell beieinander gehabt eigentlich. Und dann haben wir Gründung eingereicht. Und aber, weißt du, sagst ja, wir haben dann natürlich uns viel damit beschäftigt, wie kommt man das machen, wie machen wir das am Gescheitern, dass wir da zu unserem Geld, zum Budget im weitesten Sinne kommen, dass wir dann die Spiele kaufen können. Wie viel nehmen wir davon her, dass es einen Sinn macht, dass wir nachher nicht mit Null dastehen und sagen, scheiße, was tun wir jetzt? War halt die Idee, wir schauen, wie viele Mitglieder haben wir zum Zeitpunkt der Budgetplanung. Mit den Mitgliedern planen wir dann für das folgende Jahr, machen da das, einen bestimmten Prozentsatz investieren wir dann in Spiele und alles, was wir dann später nur Mitglieder dazu kriegen, ist dann eigentlich Bonus, wo wir sagen, okay, wenn jetzt dann nur 3 Mitglieder dazu kommen, dann haben wir nur 180 Euro mehr, was wir dann noch für Spiele investieren können oder für Ausflüge oder sonst irgendwas. Wenn ihr jetzt sagt, irgendwie interessiert sich dafür, wie ist da das am besten, das Vorgehen? Wann soll die Person wohin kommen oder wie soll sich die Person rühren bei euch oder welche Voraussetzungen hat die Person eigentlich dafür? Mindestalter 16 Jahre, weil man als Mitglied ja das Recht hat, sie die Spiele dann auszuleihen und nachdem da ja dann eventuell solche Sachen wie Gloomhaven oder sowas dabei sind, was jetzt dann nicht unbedingt mit dem Taschengeld zum Kaufen geht, sollte das Spiel auch wieder in einen Zustand zurückkommen, dass die Nächsten das auch wieder spielen können. Deswegen haben wir gesagt, okay, mit 16 Jahren darfst du dann beitreten und darfst dann auch die Spiele ausleihen. Die Leute dürfen auch jünger vorbeikommen, mitspielen, kein Problem. Wir haben dann auch gesagt, okay, Jüngere müssen keinen Mitgliedsbeitrag zahlen, wenn sie einfach nur mitspielen wollen, weil es geht ja um Gaudi. Und ansonsten darf auch jeder kommen. Und am einfachsten ist entweder, wenn man uns auf unsere E-Mail-Adresse oder Social Media einfach schreibt oder am Montag eben, wenn man aus der Gegend ist, am Montag um 6 Uhr einfach zur evangelischen Kirche kommt.
oder die Nummer auf dem Flyer anrufen oder genau. WhatsApp schreiben oder sonst irgendwas. Die kommt dann zu mir. Also. Das Einzige, was wir halt schauen wollen, dass die Leute berücksichtigen, das ist, dass das ein Freizeitverein ist, wo wir unseren Spaß haben wollen. Und wir wollen da ganz nach dem Vereinsmotto die Spieler spielen. Ja. Das heißt, was wir halt dann nicht wollen, ist, dass dann das zu einem Stammtisch ausartet, wo nachher politisiert wird und lauter so Blödsinn. Bei uns ist jeder willkommen, ungeachtet Herkunft, Einstellung oder sonst irgendwas. Aber man sollte die Sachen dann halt auch die anderen Leute lassen und einfach mit sowas erst gar nicht anfangen. Das war am allersinnvollsten. Wir haben ja noch keinen ausgekaut oder den Nein. Eintritt verwehrt. Genau. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte, die ihr mitteilen wollt? Ja, für alle aus der Umgebung Braun am Inn, bitte tretet unserem Verein bei. Wir brauchen Geld. Wir sind da. Wir sind sicher einer von den unterhaltsamsten und zukunftsträchtigsten Vereine in Braunau. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Dem kann ich mich nur anschließen. Danke, Heidi. Was soll ich da jetzt noch sagen? Meldet euch einfach, wenn ihr Interesse habt. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Man findet uns auch auf Instagram. Na, dann sage ich danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir das da durchführen haben können. Ja, danke, dass wir da sein dürfen haben. Na, danke, dass wir die Chance gekriegt haben. Ja, danke dir. Und noch einen schönen Aufenthalt auf der Heldenkon. Danke. Okay. Dankeschön.